Guten Tag, herzlich willkommen und moin moin Leute, neue Runde natürlich hier Alice. Landwirtschaftssimulator im Medieval Dynasty, im Mittelalter-Stil. So, wir werden halt mal wieder voll am Start. Ich muss jetzt gucken, ich soll Hähne verkaufen, denn wir haben zu viele davon. Dann gehe ich jetzt glaube ich mal in den Tierstall, ne? Und da kann ich vielleicht sehen, welcher jetzt der junge oder der alte Hahn ist und wir brauchen das wahrscheinlich nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, können wir hier mal kurz gucken. Und dann werden wir nochmal schauen, dass wir die Bedürfnisse noch wieder versorgen. Fischerhütte, Fischerspeere herstellen, Messer herstellen, einfach mal wieder ein bisschen Dorfversorgung machen. Und dann sind wir auch schon im Frühling. Im Frühling gehen wir selber raus aufs Feld, damit wir ordentlich landwirtschaftliche Erfahrungspunkte sammeln. Damit wir auch den Schafstall dann bauen können. So ein Ding ist das nämlich, dann sind wir bald im Big-Tier-Business hier tätig. Aber wir brauchen dann natürlich auch mehr Fachpersonal, ne? Aber irgendwas ist ja immer. Können wir eigentlich schon einen größeren Feldschuppen bauen? Gibt es da auch ein Upgrade für? Gar nicht geguckt. Ich habe sogar drei Hähne. Das sind vier Personen, dann gibt es kein Upgrade, das ist ja blöd. Jetzt muss ich nur. Ach, da steht verkaufen. Das bringt ja was, ne? Eigentlich. Das bringt gutes Geld. Wieso machen wir keine Hühnerzucht? Bei wem? Ne? Ich meine, klar, die brauchen auch ein bisschen Futter und so. Aber auch nicht wirklich viel, muss man sagen. Ne? Der Trog ist immer noch gut gefüllt. Ich hatte beim letzten Mal die Eier raus. Ich lasse sie jetzt erstmal wieder drin. Ne? Schmeißen wir nochmal schnell ins Nahrungsmittellager. Die Schweine machen viel Druck, also ja, es wird Zeit echt gut, dass ich jetzt mal auf Tiere setze. Habe ich nicht gewusst. Tiere sind echt gut auch in dem Spiel. Ich dachte, das ist nur arbeitsintensiv, aber die bringen auch echt viel. Adlerfleisch. Brauchen echt nicht viel Futter für hier auch. Ganz entspannt. Jetzt haben wir Platz für mehr Hühner, für mehr Ei. Aber wie gesagt, ne, wenn die sich gut vermehren, man sollte wohl immer auch einen Platz frei halten für Tiere zum Verkaufen. Ne? Ja, wir sind fast am Ende vom Winter. Ich habe jetzt gesagt, ach, die haben schon wieder Feierabend gemacht, die Leute. Aber ich weiß noch, also Messer wollte ich herstellen. Und Fischspeere wollten wir herstellen. Das Gefühl hatten wir das gerade erst. Ich weiß gar nicht, warum ich schon wieder welche machen muss. Da bin ich so ein bisschen überfragt, aber nicht überfordert. Also Holzstämme, machen wir diesmal gleich drei oder was? Hier ist auch ein Eisenmesser, warum nutzen die das nicht? Ein Steinmesser hier? Nee, Steinmesser haben sie nicht. Egal. Also wir brauchen Leingarn. Drei Stück. Holzstämme. Was bringen denn eigentlich Gänse? Gänsefleisch? Wahrscheinlich nicht. Auch nur Eier. Echt? Man kann auch verkauft werden wahrscheinlich, ne? Sind die genauso pflegeleicht wie die Hühner? So, juhu.
Noch ein Schwung Steinmesser hinterher. Kräftet hier aber auch nicht schneller als bei uns in der Tasche, ne? Vom Inventar. Das bringt ja irgendwie gar nichts. Schade. Ja und ja. Also uns fehlt ja gar nicht. Ich meine, gut, 10.000 erreichen wir wohl noch nicht. Ich bin schmutzig. Muss mal hier. Also erstmal schmeißen wir das Zeug jetzt ins Lager. Dann müssen wir uns waschen und dann ist eigentlich auch schon die Jahreszeit rum. Ich lege mich schlafen und wir haben den Winter hinter uns heute komplett geschafft. Das war ja auch nice. Habe ich eine Sense oder so auf Tasche? Weil wir jetzt im nächsten Monat will ich ja noch kurz ein bisschen ernten. Oder nehmen wir mal so eine Bronzesichel mit, so eine gute. Damit können wir doch auch Getreide ganz gut wegsensen. Steinpfeile nutze ich selber doch auch nicht mehr. Oh, ein paar Stöcker, ne? Weniger tun es auch auf Tasche. Stein. Zwei Verdorbenes. Jetzt halt diese komischen Holzdinger mitzuschleppen, macht auch so null Sinn. Da sind die Fischspeere, genau. Die ganzen Federn. 53 Kilo, was versteppe ich denn noch mit mir rum? Was ist so schwer? Bretter. Die braucht man nämlich gar nicht. Da möchte ich da was von denen. Roberta! Roberta! Grüß dich, mein Freund. Kann ich dir etwas helfen? Ich würde eine Hilfe brauchen. Was gibt's? Ich habe vor, auf der Jagd zu gehen, aber mir fehlt immer noch etwas Ausrüstung. Kannst du sie für mich besorgen? Sicher, das wird nicht allzu lange dauern. Ein Langbogen möchte ich sie haben. Hallo, Gala. Das ist richtig schön was an hier, wa? Na, Frieda. Goodbye. Komm nicht raus, Hilfe. Hilfe, ich bin gefangen, ich werde gelünscht. Auch rumgehustet. Im Mittelalter so eine Krankheit, ne? Aber das ist die ganze Dorfgemeinschaft, die wir bisher zusammengerottet haben hier, ne? Wir haben auch noch ein Haus frei, das haben wir noch gebaut. Was brauchen wir denn noch für einen langen Bogen? Müssten wir eigentlich direkt machen können. Ein Holzstamm, drei Garren, ein Leder, oder? War das ein Leder oder drei Leder? Ein Leder, drei Garren, einen Stamm. Ein Stamm. Drei Garren. ...158 Hafer muss noch ausgedroschen werden. Da hängen die echt böse zurück, ne? Können wir uns noch ein bisschen hinstellen und ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Aber das ist wieder so eine Arbeit, die man dann zum Ende einstellt. Deswegen so, macht Feierabend. Kalkstein schon wieder 30 am Start. So, Garen. 1, 2, 3. So ein paar Bögen herstellen, die bringen auch viel Geld eigentlich, ne?
Können wir mal locker 10 Stück von basteln. So, was war noch? Ein Holzstamm. Ein Leder, ne? Hallo. Blöd, dass man diese Hütte nicht irgendwie dekorieren kann, ne? Fuck, ich habe keinen Redauftausch. Ein bisschen zu dunkel, ich sehe auch gar nichts. Schaffen wir das noch, bevor wir bevor die Dorfbewohner sich ins Bett legen. Nee. Oder sie ist hier noch sitzen geblieben. Sie ist noch. Roberta ist noch da. Hallo Roberta. Ich habe was für dich. Danke. Nice. Gut. Lass uns schlafen legen. War viel schöner mit Licht. Nacht. Schlafen bis zur nächsten Jahreszeit. Soll man so, ne? Wegen der schlechten Stimmung. Da also, hä? In welchem Dorf ist denn bessere Stimmung? Versuchen mit ihnen zu reden. Oh, wir haben keine Schenke. Ja, aber wie, wo kriege ich denn eine Schenke? Kann ich schon eine Schenke bauen? Alle Dorfbewohner arbeiten 20% ineffizienter. Hat zwar ein Scheiß. Sorry, ne? Aber das ist echt Mist, Leute. 3.900 Steuern bezahlen. Punkt. Möchte die andere das Dorf erledigen gerne. Darf ich das? Ich möchte keine Steuern bezahlen. Ich möchte Steuern bekommen. Wir sind mittlerweile hier das größte Dorf, finde ich, und sollten das Sagen haben, oder sehe ich das falsch? Oh, Küken, Küken. Oh, zwei Ferkel. Alter, das läuft ja krass. Und wenn man die nachher verkauft, bringt das auch viel Geld. Also Tiere sind gut. Müssen halt gut verpflegt werden. Und unsere ersten Babys sind eins. Und ein neues Baby ist da. Ist wahrscheinlich wieder eine Mutter ausgefallen. Gala, unsere Dame ist noch schwanger, deswegen haben wir den Punkt ja noch nicht erreicht. So, wir haben die Bronzesichel. Machen wir mal auf die 7. Wir brauchen noch ein bisschen Erden. Das, glaube ich, bringt die richtigen Landwirtschaftserfahrungspoints. Ja, warte. 2309. Seine Ausdauer ist eigentlich ein bisschen low. Aber ist cool hier mit diesem Feld. Die Sense war natürlich ein bisschen geil. Ne, toller. Erstmal Vorgewände machen, ne? Können wir dafür nicht eigentlich auch einen Löwenzahn essen? Zum Ernten erstmal einen Löwenzahn, oder? Und Abfahrer. LS geschädigt, minimal nur. Merkt man gar nicht.
Ja, ich sehe jetzt schon noch Bedarf für ein Haferfeld, ne? Ich bin auch erstaunt, wie gut unsere Leute das geerntet haben, also hier angepflanzt haben. Ein bisschen jetzt selber zu ernten, das schockt ja, ne? Das macht ja gar nichts. Und die doch dann wieder Dünger streuen und das wieder einarbeiten. Durch den Dunk der Schweine. Und jetzt sind sogar 4 Schweine. Geht das ja richtig ab. Aktuell noch solo, aber die arbeiten an einem Multiplayer. Der aber auch eigentlich bald fertig sein soll. Also ein Beta-Test, glaube ich, ist der schon. Dann machen solche Ernten natürlich noch mehr Spaß. Dann kann man noch mehr Gutsherr werden. Wenn man es auch so kann, ne? Mal einfach 8 Leute in der Landwirtschaft. Gutes. Alles andere brauchen wir nicht. Wo jemand in der Küche zur Verpflegung. Alter. Wie oft ich nah hier atmen muss, schafft niemals Vorgewände. Ist mit der Sichel zu heftig irgendwie? Keine Schwattablag. Oh Mist, ne, wird gehäckselt, das Stroh. Haben wir 2 Mähdrescher hier? Atme, Junge, atme. Nein, ach nee, ich glaube, der streut schon wieder Dünger. Hallo, pass doch auf, sag mal, Ansgar. So, Vorgang ist fertig. Ja, schon ist Chefsache, ne? Nein. Der zweite metrischer Fahrer kommt uns entgegen. Da ist nichts mehr. Bald winnen. Machen wir ein zweites Vorgewende lieber. Schon 500 Roggen gesammelt, das ist ja unglaublich viel. Und für bis zu 4 Spieler soll das dann werden, okay. Jetzt 2382 Punkte. Das bringt schon ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Wieder beide auf links 1 eingestellt. Noch mehr LS geschädigt, sehr gut. Wir verstehen uns. Die Zeit läuft auch schon wieder. Hochbar. Den Ausdauerverlust bei der Ernte noch irgendwie leveln sollen. Und langsam fangen wir auch noch zu viel zu schleppen. Schneidwerk war noch auf früh heben, ne? Spät senken. Ja, wir bringen mal das Ganze, wir müssen mal abfahren. Mit der nächsten Ladung stelle ich mich dann wahrscheinlich, weil das wird die letzte Ladung dann für heute sein. Mit der stelle ich mich dann selber dahin zum Kloppen. Kriegen wir auf jeden Fall locker diese Erfahrungspunkte, die wir dann brauchen. Dorbenes. Arbeiten immer 2 Leute ein Feld, aber hier ist jetzt mehr los, ne? Also wir sind jetzt 4 auf dem Feld.
Mal der eine hackt, der andere düngt. Zwei dreschen. Also wir sind hier zu viert auf dem Feld. Brauchen die Jungs, das brauchen die. 2417. Gut, wir hatten auch gutes Arbeitswerkzeug. Pferde mit Kutschen. Das Pferde dann auch mit Kutschen, weiß man nicht. Erstmal erholen, das macht ja keinen Sinn. Ich glaube, mit der Sense konnte man ein bisschen mehr schaffen, ne? Die ein bisschen größeren Reich hatte. Arbeit hier. Mit einer Sichel so ein Weizen oder jetzt ein Roggenfeld abzuernten. Das schockt schon. Zwar nicht bei dem Wetter, aber nützt ja nichts. Der frühreife Roggen. Wir sind jetzt auch im Frühling, also theoretisch kann man wieder Beeren pflücken für Verdorbenes, aber ich weiß nicht, ob wir das noch großartig brauchen. Weiß man nicht. Ah. Erforderlich Sense. Also können wir doch mit allem möglichen. Weil damit können wir nicht halten. Sense. Ah, wir haben aber auch schon gut gearbeitet, ne? Aber was ist jetzt hier? Fehlt noch ein bisschen, dann sind wir wieder bei 1250. Dann können wir da noch ein bisschen irgendwas ableveln. Und in der Technologie fehlen uns jetzt auch nur noch 37 Punkte. Das hat schon eine Menge gebracht, die Ernte, definitiv. Zu tun, die Leute, ne? Aber dann haben wir auch gleich wahrscheinlich keinen Dunk mehr. Weiß ich nicht genau. Ja, aber wie schon gesagt, wir sind am Ende, die Leute. Ich würde jetzt das ganze Roggen ausdreschen. Das wird jetzt ungefähr, was denn, 449 Sekunden da, 419 Sekunden dauern. Das ungefähr 7, 8 Minuten entspricht, ne? Sieben. Von daher, das soll es gewesen sein für heute von Medieval Dynasty, Leute. Vielen, vielen Dank wieder fürs Reinschalten. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und ja, wahrscheinlich in einer Woche geht es hier irgendwie weiter. Bis dahin. Schönen Abend noch, angenehme Nachtruhe, bis zum nächsten Mal und tschüss.